Nun hallo und herzlich willkommen. Bei Far Cry 4. Ich würde gerne mal aus dem Auto. Ja, richtig, da ist die richtige Taste. Mal gucken, kann ich die Affen abschießen? Andere Waffe. So, super. Ich habe gerade einen Adler umgebracht. Ey, hörst du mal auf, über meinen Adler drüber zu fahren? So. Jetzt kann ich hier das hier häuten. Federn eines Malaienadlers. Sehr schön. Und hier haben wir hier eine Festungs-MG hier. So, Plastikelefant. Und hier haben wir... Ah, guck mal. Hier kann ich noch einen Affen häuten. Asa, Makakenfell. Nehmen wir noch mal eins. Die fahren hier mit ganz komischen Sachen rum. Beutetasche fast voll. Super, also der Pfeil, die Pfeilebogengeschichte gefällt mir schon ganz richtig gut. Ne? So, jetzt bin ich mal gespannt, wo wir jetzt gerade hinkommen. Hier diesen Bolus, keine Ahnung wie der heißt. So, hier ist seine Hütte. Goldbarren. Okay. Dann steig mal ein in die rote Hütte. Willkommen, ich bin Longinus. Und du? Du bist Edgy. Willkommen in meiner Kirche, abseits der Kirche. Die Waffen verkauft? Natürlich. Die Sauschmütigen werden das Erdreich besitzen. Sie brauchen nur ein paar gute Waffen. Offenbarung 5.5. Ein sehr inspirierender Text. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe vom Geschlecht Juda die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Unser Erlöser. Und unser Erlöser kehrt zu uns zurück als Löwe, als ein Krieger. Also, da sagte ich zu mir selbst, würde Gottes Sohn wiedergeboren, welche Waffe würde er wählen? Was? Wenn Christus zurückkehrt, um die sieben Sieger zu brechen und die Entrückung zu bringen, kehrt er als Löwe zurück, oder? Ein Löwe braucht Zähne. Welche Waffe würde Jesus wählen? Deuteronomium 32, 47? Das ist kein leeres Wort für euch, sondern euer Leben. Oder Sprüche. Sprüche 19, 11. Ein vernünftiger Mensch kann seine Gefühle beherrschen. Ich habe keine Ahnung. Ein Soldat weiß es. Ein Soldat weiß es immer. Denn wir haben die Entrückung gesehen und überlebten sie. Man braucht Waffen, um Gutes zu tun, AJ. Denn jede Waffe ist eine Bibel. Und jeder Schuss ist eine Predigt. Und für jeden Funkturm, den du befreist vom Pagans Lügen, gebe ich dir etwas. Zur Belohnung. Das ist Gottes Wille. Hier. Das ist für den Ersten. Banapur wird angegriffen. Wir brauchen Krieger hier. Sabah, was ist passiert? Sie werden angegriffen. Bleib weg. Und er sprach zu ihnen, gehet hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der gesamten Schöpfung. Okay, das war crazy. Hier gibt's noch Kisten. Ja, hier ist eine Kiste. So, ich habe ein Handy gefunden und die Beutetasche ist fast voll. Hier haben wir noch eine Nachricht. Können wir mal lesen? Meine liebste Tochter. Tara, ich wollte noch schnell schreiben, bevor dein erster Einsatz im Außenposten Killana Bazaar beginnt. Ich bin so stolz auf dich. Deine Mutter auch. Irgendwo tief unter ihrer Angst. Du sollst dir bewusst sein, dass dein Lebensziel nicht darin besteht, um unseres zu erfüllen.
Ich werde aus diesem Anlass eine Ladung Raxi brennen und sie stolzer Vater nennen. Sag deinem Kameraden vom Goldenen Pfad, dass der alte Isha auch euch bald mehr als genug davon schicken wird. Dein Vater. So, ja, da braut wohl einer ordentlich Zeug zusammen. Wollen wir hier noch die Granate mitnehmen? Ich wünschte, du könntest dich an damals erinnern, AJ. Deine Mutter und ich mit dir auf ihren Hüften. Ach, was waren das für Zeiten. Sie war nie glücklicher. Okay. Longinus, ja, ich muss jetzt hier mal kurz das, ja, Rüstung noch ausgestattet, bla bla bla. Damals und von mir kann ich wohl dasselbe sagen. Wir hatten viele Pläne, nicht nur für unsere Familie, sondern für Kyrat. Ich war nicht immer so. Mir fehlt diese Zeit aber. Ne? So, ich habe eine Sicherheitsleine. Es ist zu spät. Ich muss gucken, wo muss ich hin? Ne? Ich? Ah, okay. Scheiße. Ich muss ganz hoch. Und die Schnellreise? Ah, nein. So, die Schnellreise ist deaktiviert. Lass dich nicht von ihnen runter, Teenager. So, jetzt rutsch mal rüber. Fahrhilfe, kein Signal. Super. Super, das heißt... Ui. Der Adler kommt auf uns zu! So, ich muss jetzt mal hier weiterfahren, weil ich muss ja hier 4 Minuten 30. So. Reise zum Wegpunkt. Ja, der Reisepunkt ist jetzt wieder, die Fahrhilfe ist wieder eingeschalten. Und ich habe eine schöne Seitenwaffe gehabt, ne? Die kann sich mal sehen lassen. So. Zu spät. So. Irgendwie könnte ich wetten, da kommen gleich nochmal Gegner. Hier, der Feind ist hier. So. So, wo sind die nächsten Gegner? So. Oh, da oben brennt es schon. Gar nicht gut. So, Reise zum Wegpunkt. Also das mit der Fahrhilfe gefällt mir schon ganz gut. Was? War's das schon? Hallo? Ah. So, das heißt, ich muss mich jetzt hier ganz schön beeilen. Oh, das noch. Da ist was explodiert. Oh. Oh. Ich muss gucken, dass ich hier... Ja, ich bin jetzt im Missionsgebiet. Ich bin hier, Sabah. Wie kann ich helfen? Verdammt, bleib in Deckung und rette, wen du retten kannst. Ich bin in der Nähe und bringe gleich Hilfe. So. So. Warum machst du das? Ich mach doch gar nichts. So, ich habe jetzt hier ein Dings erreicht. Ich muss bestimmt den Hubschrauber runterholen. Oh oh. Okay. Ah. So. So. Kannst du mal endlich sterben? Stirbst du jetzt endlich? So. Tot. Und ich soll mich mal heilen. So. Geheilt. So.
Konservendose habe ich gefunden. Beutetasche fast voll. Super. Okay. Oh oh. So. Ah, shit. Schnell heilen. Okay. Okay, ich habe keine Spritzen mehr. Nicht gut. So, jetzt bin ich wieder vollständig geheilt. Okay. Okay, das war nicht so gut. Na, dann bin ich mal eiskalt gestorben. Ja. Ja, aber in dieser Mission geht's hoffentlich etwas erfolgreicher beim nächsten Mal dann weiter. Bis zum nächsten Mal. Sag ich jetzt mal ciao.